Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Grimrock Teil 2. Der Schwierigkeitsgrad von den Rätseln hat zugenommen. Hier hatte ich ziemliche Probleme über zwei Videos lang mit einer Spinne. Und hier wissen wir immer noch nicht, wie wir auf eine Seite weiterkommen. Nämlich auf die hier. Was vielleicht auch gar nicht geht. Das könnte gut sein, dass das gar nicht geht in die Richtung, weil hier ist ja eigentlich nichts. Also mal schauen. Auf jeden Fall können wir hier noch runterspringen. Und wollen noch schauen, was hier genau ist. Und hier ist ein Goldkey vonnöten. Den sollte ich mal markieren. Goldkey. Falls ich den überhaupt da nutzen will, da werde ich speichern und laden und reingehen und schauen, ob das gut ist. Ansonsten gehe ich nämlich hier in dieses Gebiet. Und. Nee. In diese. Oh, welches Gebiet war es? Hier. Da ist Cash. Könnt ihr eigentlich mal da irgendwo hinmachen. Cash. Noch 3 Gold Keys. Da gibt es nämlich noch ein paar Fächer. Genau wie da. Wir brauchen also 4 Goldschlüssel, um da alle Sachen zu öffnen. Vielleicht ist das hier nicht so gut. Da müssen wir mal schauen. Aha. Wir können also hier den Schalter für hoch und runter machen. Wir lassen es mal auf, damit ich es nicht vergesse. Feuerball rein. Den haben wir im letzten Video auch getestet. Sehr schön. Huhuhu, das sieht doch schon wieder gefährlich aus. Da brauchen wir einen Brass Key für. Da ist ein komischer Schädel. Irgendeiner Tier. Fallgitter. Da geht's nach unten, eine Etage tiefer. Sackgasse. Hamlet of Stormbreach. Okay. Da könnten wir uns irgendwann mal hin teleportieren. Das sind sehr wahrscheinlich die weiteren Gebiete, wo wir nicht hin müssen, wie der Eilmaster wohl gemeint hat. Aber wer weiß, ob das stimmt. Der wird uns hier sehr wahrscheinlich nur in die Irre führen. Und hier haben wir mehrere, okay. Ein Schalter und ein Messerchen. Bevor ich das vergesse, rennen wir lieber erstmal zurück und kümmern uns um die Stelle da unten. Wo wir noch nicht waren. Wir können hier runter. Finden einen Fisch. Yummy, yummy. Und... ansonsten nur was zum irgendwo hinlegen. Ja, schade. Kein Rätsel. Klappen wir die Wände noch ab. Man hört auf jeden Fall hier irgendwas. So leicht am Knistern. Ist wieder irgendein so ein Flattervieh. Hier scheint auch nichts zu sein. Ich vermisse die Fackelnrätsel. Dass man ein paar Fackeln anzünden muss oder aushaben muss. Das gab es nämlich auch noch nicht. Okay, hier scheinen auch keine Geheimnisse Wände zu sein. Das heißt, wir haben 2 Türen, wo wir was hochmachen können. Gehen wir mal hier lang. Obwohl nach Norden dürfte nicht mehr. Wo ist das etwa gleich von der Größe? Gehen wir mal nach Süden. Wo sind wir jetzt? Das heißt, wir können vielleicht auch hier unten lang gleich noch.
Überladen. Das ist schlecht. Überladen kostet mich zu viel Energie. Da hinten ist irgendwas. Die Tür ist grün, das heißt, da wird wohl Gift dran sein. Boah! Ein Schleimvieh! Okay. Wir gehen auf Fernkampf. Soweit. 250 nur. Und dafür war es ein ganz schön starker Gegner, fand ich. So, Licht. Pfeile wieder aufsammeln. Wir brauchen für dich eine Fernkampf. Ah, du hast ein Spuckrohr. Okay. Haben wir da noch Pfeile für? Nein. Wir bräuchten einen zweiten Bogen. Das wäre gut. Eine Armbrust oder sowas. Als Alternative. Und einer am Bogen, der andere trägt Armbrust. Ich glaube, das wäre... du Mistvieh. Oh, ah, und ich habe ihn sogar geheilt. Ärgerlich. Wir wollen natürlich die Erfahrungspunkte. Also der hat es in sich. Mit seinem Kälteschaden. So, wir sollten das gerade mal runter machen. Back to life. Okay, das heißt, du kannst damit schon mal keinen Schaden machen und wirst mit Schock draufhämmern. Dem Lich. Ein Schaden. Na super. Gott, ich war doch schon weg, Jungs. Also Magieschaden ist da super. Shit, das hilft nur aus dem Nahkampf. Na toll. Du ärgerst mich. Jetzt reicht's. Gemein. Saugemein, dieses Mistvieh. Okay, wir resten mal hier. Dass die Energie wieder oben ist. Shit. Also mit zwei Feuermagiern wäre es echt einfacher. Aha, eins von denen. Da machen wir wenigstens ein bisschen Schaden mit. Das ist ja schon mal gut. Okay, das dreht sich da hinten auf der Stelle und ist ein bisschen verwirrt. Nutzen wir doch direkt mal aus. Es gibt halt ein paar Gegner, da ist Fernkampf dann doch besser. Aber mir fehlen irgendwo zwei Pfeile. Das wiederum ist nicht okay. Muss ich irgendwo hier liegen lassen haben. Ah, okay. So, haben wir alles hier. Können wir anfangen mit dem Abklappern der Wände. Die Richtung sind wir noch nicht. Da ist nur ein bisschen Muni. Also, Wände abklappern. Das ist genau gegenüberliegend.
sehe aber nichts, wo ich drauf schießen könnte, also wird das so wohl schon richtig sein. So eine Art haben wir auch noch nicht gesehen, aber scheint keinen Knopf zu geben. Ne, hier ist auch nichts. Komm, wir brauchen nicht noch mehr Fackeln. Da sind wir noch gar nicht lang. Gehen wir, glaube ich, erstmal hier rein. Hier schimmert es leicht grünlich, ne? Scheint aber keine Bedeutung zu haben. Und wir können hier immer noch runter. Sollen wir da gerade mal runter gehen? Komm. Runter da. Kann man hier irgendwie was drücken, damit da oben was aufgeht? Ah, bevor hier Feindkontakt kommt, wechsel mal auf Nahkampf. Ein weiterer Fisch. Yummy, yummy. Das ist immer gut. Und ein Schleimvieh. Machen wir die erste Attacke von Nahen. Nein, ich bin in eine Sackgasse gelandet. Ah, ich bin so doof. Shit. Das war jetzt nicht so gut. Was haben wir hier? Ein Juwel Pendant. Willpower plus 2. Geil. Mach noch mehr Schaden. Speed Potion. Du hast keinen Platz mehr. Lass mal den Käse. Und leg mal ein paar der Fackeln da rein. Genau wie diese nutzlosen Taschen, wo wir erstmal nicht... Du kannst keine Tasche in eine Tasche werfen. Ist das wahr? Okay. Dann weg mit den vielen Taschen. Tribal Spear, wann haben wir den denn bekommen? Hm. Shit, habe ich nicht mitbekommen. Light Two-Handed Weapon. Moment. Es gibt aber kein Two-Handed. Es gibt nur Heavy und Light. Also ist das einfach nur eine Light Weapon. Mhm. Aber die ist nicht gut. Kann sie werfen. Okay, die werden wir gleich mal versuchen, da oben hinzuhängen, wo wir da was gesehen haben. Das ist eine Nahrungskiste. Steine brauche ich ab und zu. So, legen wir doch die beiden Sachen mal da rein und die Steine. Aber Steine ist wichtiger. Steine tue ich öfters brauchen. So, Geheimwände. Nö. Okay, noch was. Okay, wo war das? Ich habe mir keinen Vermerk da gemacht, ne? Aber ich glaube, es war da. Shit. Das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir schauen hier nochmal zu Ende, ob wir hier noch irgendwas haben. Wir waren in beide Richtungen, ne? Ist das woanders runter? Ist das derselbe Gang? Da verhungert einer. Kein Problem. Esst euch satt.
Aber ich mache mir den Vermerk, sonst vergesse ich das. Fragezeichen. Speer. Aufhängen. Maybe. Wie kommen wir da rein? Weg der Zauber. Aha. Du machst eine Brücke über mir. Okay, damit können wir einfach nur zwischen zwei Gebieten hoch und runter gehen, glaube ich. Mistsack. Das können wir auch. Aber das bringt dir wieder nichts. Deswegen wechseln wir. Okay, dafür nehmen wir zu viel Schaden. Das geht nicht. Wir müssen ihn auf Fernkampf halten. Auch wenn wir wenig Schaden machen, wie eins. Eins? Pff, ist das nutzlos. Also, Magier ist immer noch das Nonplusultra. Du wirst ein paar Mana-Tränke nehmen müssen. Und ich will die Erfahrungspunkte bei den anderen haben. 500 sind das, mein lieber Scholli. Ich komme wieder. Okay, wenn ich sowieso dahin muss, kann ich auch bis zum Speer gehen. Aber das ist ein krass großer Dungeon. Ordentlich. Huch, wo kommst du denn her? Wie zur Teufel? Übelst Schaden. Sehr gut. So. Der muss neu gespawnt sein. Hier dürfte eigentlich nichts aufgegangen sein. Oder etwa doch? Habe ich irgendwas Neues gemacht? Vielleicht hatten wir bis dahin auch nicht den Speer und deswegen... Nein, wir können das nicht da reinhängen. Dann behalt den blöden Speer. Und sonst hier hingegangen. So, da rechts sind wir immer noch nicht durchgegangen. Richtung Norden. Darunter sind wir auch noch nicht gekommen. Hier hätten wir runterspringen können. Was mir aber eigentlich nichts bringt, oder?
Das hat man alles schon gemacht. Erstmal hier voll. Kann man uns dann um dieses blöden Leech oder was das da ist. Und zwar du alleine. So wie es aussieht. Falsch abgebogen. So, da oben ist er. Der kommt runter. Grüß Gott. Ha! Ein Schuss noch, aber alle haben die Erfahrungspunkte bekommen. Genau, was ich wollte. Die alle Gegenstände hier. Wofür ist der Schalter? War das für die Brücke? Nein. Es hat da was aufgemacht. Und wir haben ein Secret gefunden. Tomb of Earth. Resist Poison 20%. Wie viel hast du? 64. Das ist super, du nimmst das. Vordere Reihe soll gute Giftresistenzen haben. Und wir haben einen weiteren... überladen. Überladen, überladen, überladen. Ja, Schwert. Ist eine ganz nette Waffe, wenn wir mal in... Ich finde bestimmt einen besseren Decker. Moment mal, wie sieht das eigentlich hier aus? 6 bis 18 plus Dexterity. Das ist beides Dexterity abhängig. Da ist er natürlich viel besser mit Dex. Das ist Stärke abhängig. Müsstest du eigentlich mehr Schaden mitmachen? ...18 bis 43 nämlich. Deswegen kommt der Bogen weg. Und du kriegst den Bogen. Und du machst weiter mit Wurfsachen, weil du Stärke so viel hast. Ja, genau, das ist effektiver. Hast du 10 bis 27 damit. Und dir müssen wir vielleicht mal ein paar Wurfmesser geben oder dergleichen, ne? Komm, die Klinge kommt weg, die benutzen wir nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht. Throwing Darts. Bis 33, wenn ich die so werfe. 8 bis 21 mit dem Spuckrohr. Okay. Hast du ein paar Fernkampfwaffen und gutes. So, wir müssen eine Etage tiefer. Wir haben irgendwas hier aufgemacht. Und zwar hier. Korrekt? Korrekt. Hier ist schon wieder so komisch grün. Seht ihr das? Ist das nur das Schimmern von euch? Drecksviecher. Zwei auf einmal. Das ist ein Problem. Werden versuchen, mich sehr wahrscheinlich zu umzingeln. Schon wieder so eine komische Halterung. Kann man aber sehr wahrscheinlich nichts reintun. Nee. Okay, hier geht's runter. Ich klappe nochmal alle Wände ab. Hier zeigt er auch schon wieder grün ein. Man kann da bestimmt irgendwie rein. Da ist irgendwas Grünes hinter.
Ich weiß aber noch nicht wie. Viel zu oft. Da ist was. Okay, wir haben... Ah, wir haben da was aufgemacht. Das heißt, wir müssen da schnell was rüberschießen. Ah! Mir Krankheit befallen. Ach du Schande. Was genau macht das? Das vielleicht die Haupthand, machen wir damit mehr Schaden. Ich sehe es gerade rechte und linke Hand, aber das dürfte eigentlich egal sein, oder? 24 bis 60. Ist total egal auf welche Hand, okay. Was kann ich denn gegen diese Krankheit tun? Shit, kann ich nichts gegen tun. Dreckigen Mistviecher, ich habe 35 Ausweichen. Verzieh dich. So, jetzt haben wir da was aufgemacht. Wir können euch ein bisschen Schaden machen. Nein! Wo kommst du her? Ach du Kacke! Habe ich gespeichert? Nö, ne? Okay, das wird jetzt übel ausgehen. Vermutlich. Wir müssen hoffen, dass wenn er stirbt, dass wir da schnell durch können. Aber wahrscheinlich tun wir uns sowieso nur wieder in eine andere gefährliche Lage bringen. Geh durch schnell. Scheiße. Überall, wo grün war, sind irgendwie Gegner durchgekommen. Ach, ihr Mistviecher. Okay, wir werden sie so bekämpfen müssen. Geht nicht anders. Gut ist, wir treffen den dahinter noch. Ich habe sowieso keine Power mehr. Nummer zwei Mana-Tränke. Ja, das ist echt gut, dass du alle triffst, die deine Reihe sind. Also es geht doch ganz gut hier in der Ecke. Ja, das brauche ich jetzt aber keinen mehr auf von dir. Gib mir mal einen von denen. Energy. Dann bringt das natürlich gar nichts. Can't reach. Puh. Da kommt noch einer. Sehr schön. Ah, ich wollte doch gerade. Mistvieh. Okay, wir rennen an dir vorbei. Das dürfte doch jetzt machbar sein. Und holen uns unseren Freund zurück. Ja, ich würde sagen, machen wir einen Break und dann renne ich jetzt gleich wieder hier hin zurück, wenn ich meinen Mitspieler dabei habe. Bis demnächst. Euer Chojin.